Arthrose ist eine Volkskrankheit. Durch konservative Behandlungen ist die Arthrose nicht heilbar. Deshalb werden in Deutschland pro Jahr ca. 400.000 Hüft- und Kniegelenkersatzoperationen durchgeführt. Viele Patienten haben Angst vor diesem Eingriff. Wir möchten Ihnen diese Angst nehmen. Uns geht es darum, Ihnen Lebensqualität zurückzugeben. Wir möchten gerne, dass Sie sehr schnell wieder aktiv unterwegs sind. Und deshalb lassen wir viele Dinge einfach weg. Wir nehmen keine Drainagen mehr. Wir nehmen keine Thrombosestrümpfe mehr. Sie kriegen keine Dauerkatheter. Sie kriegen kein fremdes Blut. Sie kriegen keinen Schmerzkatheter. Alles Vergangenheit. Dafür dürfen Sie unmittelbar nach der Operation, circa eine Stunde danach, schon wieder auf Ihren eigenen Beinen stehen und Ihr neues Gelenk ausprobieren. Ich bin auf Empfehlung hier. Ich bin nicht aus dem Landkreis. Ich habe gleich Vertrauen gefasst zu Dr. Bender. Er hat mir sehr gut erklärt, warum ich von dieser OP profitieren werde. Und das hat mir schon Mut gemacht. Wenn ich daran denke, wie lange ich mich rumgequält habe, bin ich froh über den Schritt, jetzt die OP zu wagen. So, wir machen jetzt den Abstrich bei Ihnen und dann machen wir noch einen OP-Termin aus. Vor dem geplanten Eingriff informiert Sie unsere Patientenschule über alles, was im Krankenhaus auf Sie zukommt. Sie werden zum informierten Patienten und kennen die Aufgaben aller Beteiligten am Behandlungserfolg. Auch Sie haben Anteil am Behandlungserfolg. Nach der OP werden wir gemeinsam Übungen machen. Ich bin ab jetzt immer an Ihrer Seite. Am OP-Tag beziehen Sie Ihr Zimmer. Sie dürfen bis 2 Stunden vor der OP noch etwas trinken. Sie werden dann in den OP begleitet und dort vom Pflegeteam übernommen. Das bereitet Sie sorgfältig auf den Eingriff vor. Dann werden Sie in den Operationssaal gebracht. Die Operation ist vorbei, es hat alles gut geklappt. Wir konnten unsere Planung, die wir elektronisch gemacht haben, 1:1 umsetzen. Es kann losgehen. Unmittelbar nach der Operation beginnt direkt die Mobilisierung. Auf eigenen Beinen läuft der Patient, wie Sie sehen, ohne störende Kabel oder Drainagen. Während des stationären Aufenthaltes kümmert sich immer der gleiche Physiotherapeut um unsere Patienten. 1 bis 2 Mal Einzelgymnastik am Tag ist Standard. Bei meinem 4-tägigen Aufenthalt hier habe ich mich wie zu Hause gefühlt. Das Essen war sehr lecker, der Austausch mit den Patienten hat gut getan. Die Eigenübungen am Bewegungsparcours haben schnellen Erfolg gezeigt. Ich gehe morgen schmerzfrei heim und bin glücklich. Direkt nach der Entlassung beginnt die Reha, die wir für Sie in die Wege geleitet haben. Wir sind ein familiäres Krankenhaus. Bei uns steht der Mensch im Fokus. Wir kümmern uns nicht nur um Ihr erkranktes Gelenk, sondern vor allem um Sie. Unser Konzept gibt den Menschen Sicherheit und Verlässlichkeit. Wir sind ein Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung und mit über 40-jähriger Erfahrung in der Endoprothetik hochspezialisiert. Gemeinsam bilden wir ein Team auf dem Weg zum Erfolg. Ich bin mir sicher, unser Film und unsere Patienten konnten Sie davon überzeugen, dass Sie bei uns gut versorgt sind. Sollten Sie weitere Fragen haben, bitte kommen Sie vorbei und informieren Sie sich. Kliniken des Landkreises Neustadt an der Aisch, Bad Windsheim.